Ja, guten Abend, Michi. Hallo Olli, guten Abend. Da sind wir wieder. Da sind wir. Und wir haben hier mit so einem Cliffhanger aufgehört. Ja, du wolltest doch die Sprengfässchen in die Luft jagen, oder? Ich hatte schon ganz traurig gefragt, Michi, jetzt willst du das Fass in die Luft jagen. Nein, dieses Vergnügen lasse ich dir natürlich. Aber wir werden uns die teilen, pass auf. Ne? Wir teilen uns jeder nur ein Fass. Genau. weil ich bin ja hier ein paar Mal gescheitert, eben, weil die Jungs einmal da, die haben ja was gegen mich. Zu Recht. Oh, ja, kann man ihn ja nicht verübeln. So, pass auf, die lässt jetzt erstmal in Ruhe und springst da vor dir direkt das Fass weg. Die gehen da bestimmt gleich alle hin. Okay. Ich glaube, ja. Haben wir überhaupt noch Sprengpfeile? Ah, genau, auf das Fass. Ganz hinten steht übrigens auch noch ein Fass. Siehst du das? Da rechts daneben, weiter hinten. Glaube ich, kein. Was macht sie da? Sie greift immer ins Leere. Sie holt sich keinen. Ach, du hast keine Sprengpfeile mehr. Stimmt, habe ich nicht mehr. Shit. Kann man nicht mit einem Brandpfeil da drauf schießen? Hast du vielleicht noch einen Brandpfeil? Guck mal, jetzt geht der da hin. Noch Giftpfeile? Todespfeile? Da, Flammenpfeile reicht auch. 8 Stück. Todespfeile ist ja auch süß irgendwie. Aber ich glaube. Nee, auf das. Ja, yeah, macht ja so ein Auto-Aiming, was? Achso. Versuchen wir mal. Ist irgendjemand getötet? Ne, es hat keinen interessiert. Die sehen dich nicht, weil du im Gebüsch bist. Das finde cool. Ich auch gut. Der hat mich jetzt gesehen. Oh, den habe ich doch gesehen. Dann solltest du auf etwas Stärkeres. Okay. Okay, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Der wirft eine Granate. Und zwar direkt hinter dich. Oh, ich bin euch schon der Tod, ich merk's. Ach, Quatsch, stell dich nicht so an. Doch, ich merk's. Ja, stimmt. Ich spüre es. Michi? Ja? Möchtest du mal? Nein. Ich hab schon fast. Es ist ja auch, ich kann's ja nicht mit meiner Sprengfalle machen, weil... Komm, einmal noch dann. Okay, noch. Wir haben mal keine Sprengfalle. Haben wir gar keinen mehr. Nee. Also, du hast aber... Du kannst die auch lautlos töten, ehrlich gesagt. Oh, ja. Ja gut, ist langweilig, ich weiß. Oder Giftpfeile. Oder ich kann gleich das Haus in die Luft jagen vielleicht. Vielleicht das Fass da oben. Oh, ich bin hier nicht mehr. Vielleicht das Fass da oben. Genau. Als erstes wegschießen. Jetzt renne ich von dem Fernseher jetzt. Nein, tue ich nicht. Oder doch? Ich muss kurz vor den 15 Meter Fernseher rennen. Um hier die... Das ist wie im Kino. Hinsetzen! Hinsetzen! Möchte jemand ein Eis? Wir wollen nicht dich sehen, wir wollen den Film sehen. Kopfschuss. Ich versuch's ja, böser Ted. Okay, sehr gut. Warum schreien die so, wenn die sterben? Naja, würdest du begeistert sein? Beim Kopfschuss, glaube ich, ist das... Oh ne, hat keiner was gesagt, alles klar. Der rennt jetzt in meine Richtung, ne? Ja, aber der sieht dich nicht. Im Gebüsch sieht man dich. Ja, aber wenn ich aufstehe zum Ziel. Ja, dann warte doch mal. Jetzt geht er weg. Siehst du denn jetzt? Ah, nee. Hast du das gesehen? Aus dem Gehen raus. War perfekt. Hat auch einen Fähigkeitenpunkt gebracht. So, und so kannst du die jetzt der Reihe nach wegkillen, glaube ich. Lautlos, sind das lautlose Pfeile? Das weiß ich nicht. Pfeile. Wir haben doch lautlose Pfeile. Das sind die ganz normalen Pfeile, glaube ich. Die werden ja auch. Ja, stimmt. Ich würde jetzt gerne das Fass eigentlich da hinten, aber es ist zu früh, glaube ich, ne? Ja, ich würde erst noch die beiden Typen da am Feuer. Okay. Oder? Ich weiß nicht. Kann man die mit so einem Molly da wegschießen? Da steht ja noch. Okay, das haben sie. Jetzt ist es egal. Da ist ein Sprengfass. Ja, die sehen dich. Im Moment sehen die dich noch nicht. Ich komisch, wieso sehen die dich jetzt? Ne, die sehen dich nicht. Im Moment sehen die dich nicht. Warte ab. Ich fürchte euch. Nee, doch nicht. Nee. Ob sie sich wieder beruhigen? Wir warten das ab. Im Moment, glaube ich, passiert nichts. Jetzt kommen sie jedenfalls alle her. Das heißt, du hast auf jeden Fall. Warte mal, mach mal nichts. Nee, siehst du, die beruhigen sich wieder, oder? Ich weiß nicht, da. Da, der ist. Der dunkle. Da, der dunkle Lord. Nee, die sehen dich nicht. Nee. Der kommt ein bisschen verdächtig nach. Nee. Die rempeln sich gegenseitig an. Aber die sehen mich erst gleich, wenn sie ins Gebüsch kommen, ne? Kurze Stöße. Das heißt, warum hat der eigentlich einen roten Pfeil? Was hat das für eine Bedeutung? Weiß der ist bestimmt gepanzert oder sowas. Ja, oder der verrät dich halt. Kannst du da hochklettern? Da steht jetzt bei dem schönen Fessel. Oben. Der steht noch. Ja, sehr gut. Ich glaube, das war's, oder? Nee, dramatische Musik läuft noch. Läuft immer noch.
Egal. Zum Looten, glaube ich. Erstmal die ganzen Typen looten, vor allen Dingen für Munition und so. Hat da einer geschossen oder war das? Ne, das sind, glaube ich, hier so Funkenflug. Funkenmariechen. Warum fliegen sie auf mich? Die stehen auf dich. So. Ich höre einen Schrei. Ja, oben. Oben drin. Da. Kommen die nicht? Da ist eine Sprengdose. Mach die doch mal mit einer Sprengdose fertig. Ist doch viel lustiger. Schießen sie da. Guck mal, die schmeißen eine Granate direkt bei dir. Ich hätte gerne so ein nach links ge. So. Neigt es. Ja, mach das. Oh ja, genau. Bam! Da haben wir beide noch überlegt. Das ist so geil, dass die bis zum letzten kämpfen. Warte, der kommt hoch. Ach! Schmeißt er das Sprengdöschen da rein? Der tut er nicht. Ah, okay, oder so. Oh, jetzt hat er seine Kampfung verloren. Das war's. Sehr gut. Klettern Sie auf die Kathedrale, um den Eingang zu finden. Ja, erstmal brauchen wir viel Munition jetzt. Und looten wie bekloppt. Ja. Pfeile. Das brauchen wir nicht, komischerweise. Ist das was? Nee, das ist gar nichts. Dreck in der Ecke. Ich dachte, das ist was. Dreck in der Ecke. Ich wollte ihn mitnehmen, den Dreck aus der Ecke. Ja, ist sehr ordentlich von dir. Also sehr aufräumend. Was sagst du mir ja auch immer, du gönnst mir nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Und nee, schon gar nicht in der Ecke. Genau, Dreck in der Ecke. Also hier hinter hätte ich jetzt mega die Ultra-Loot versteckt, aber na gut. Ist das eine Karte? Eine Karte auf dem Tisch, aber kann man sich nicht angucken. Kann man da überhaupt mal sehen, wo wir überhaupt sind? Guck doch mal drauf, wo wir da überhaupt sind. Hier auf die? Ja, kann man das... Syrien! Ha! Wir sind in Syrien! Oh, verdammt! Da liegt ein Funkgerät übrigens. Und da steht ein Funkgerät und da liegt noch ein Funkgerät, aber die hat noch keine Funktion. Das leuchtet aber, oder? Ja. Keine Ahnung. Pong, jetzt! Mit Objekten, ach so, Ablenkungsobjekt. Auch das Funkel ist auch ein Ablenkungsobjekt. Okay. Wie langweilig. Was, wen soll ich jetzt ablenken? Ich bin jetzt mit drin. Ich hab sie alle. Lenk dich doch mal. Ich hab sie doch alle tot gemacht. Ich schmeiß es weg. Kannst da hoch, genau. Dann geht's weiter. Du musst jetzt irgendwie diese Kathedrale erklimmen. Auch voll looten wäre ja wie bescheuert. Ist das bestimmt auch eine Ablenkung. Nee, ist das zum Gucken. Tonband, Aufzeichnung. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Jetzt sind wir fertig. Oh, Puchen, meine Güte, da hat sich aber jemand selbst verwirklicht. Puh. Also, so. So. Ja, okay. Ach, da geht's weiter. Wir sind ganz oben, New York. Nee, doch nicht. Eine Kante greifen. Werfen Sie Ragen. Achso. Hau, ruck da oben. Das kennen wir ja schon. Das kann ich. Das ist echt super. Ja. Da steht jemand. Nein. Doch. Nein. Aber du musst in die andere Richtung. Da. Steht keiner. Nein. Das ist geil, wie das Wasser da die Wand runterläuft. Ja. Ne? Dieser Effekt ist schon geil. So, jetzt sind wir ganz oben, New York. Jetzt geht's wieder runter, so ein Schwachsinn. Ne? Ja. Hättest auch ein Loch in die Mauer machen können, du. Oh, Blink. Vogelnest. Die armen Vögel, weißt du, kommt nach Hause, alles leer. Nichts mehr zum... Nur die Federn weg. Ja, zum Wärmen. Mama Vogel sagte, ja, tut mir leid, Kind. Oh, neues Basislager. Oh ja, das ist echt. Und eine Karte. Buch. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion.
Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Na gut, dann tun wir das. Dann machen wir das auch, genau. Dann müssen wir das? Das war doch eine Anweisung gewesen. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt, hast genau. du bekommen. So, und da wir jetzt genau in der Hälfte der Folge sind, finde ich das voll cool. Du machst jetzt weiter, du kannst diesen Fähigkeitspunkt gerne ausgeben. Na gut. Und die nächste Folge ist dann auch deins. Und ich nehme mich jetzt zurück und schlafe. Ach, du willst dich dann nur, du willst dann nur pennen. Aber dann darf ich auch aussuchen, was ja, ich dir kaufe. Kannst du auch raushauen. Da kaufe ich irgendwas jetzt, nur um mich zu ärgern. Pass auf, Augen zu und drücken. Nee, so eine starke Medizin. Allein sie kurz nicht keinen Schaden durch Feinde, wenn sie im Kampf Wunden versorgt haben. Verbinden sie Wunden schneller, Effekt verstärkt sich mit der schneller Heilenfähigkeit. Tod von oben. Ach. Also wir müssen zumindest irgendwas finden, wo wir echt uns ein bisschen entweder länger aushalten oder uns besser heilen können mit, finde ich. Gut. Jetzt soll ich ja... Nee, so einfach kommst du mit... Na gut, okay. Was haben wir denn hier noch? Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriff. Perfekt. Bang! Yeah. Oh, hast du die Augen gesehen? Nein, noch nicht. Das war nur... So, dann können wir Waffen upgraden. Genau. Und zwar irgendwie alle. Das ist doch der... Erstmal mit dem Bogen an. So, da können wir was upgraden. Denk dran, dass wir dann, was du jetzt ausgibst an Ressourcen, das haben wir für die anderen gleich nicht mehr sonst, ne? Also, gucken wir nochmal eben. Kosten, was kann man da mal machen? Stabilisator, ja, die Schussfrequenz. Schon mal gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Damit ist der auch soweit bei den Handfeuerwaffen. Guck mal beim Gewehr bitte. Da hatten wir eigentlich relativ wenig gemacht, glaube ich, bisher. Sturmgewehr? Ja. Okay. Laufverlängerung. Ein längerer Lauf bewirkt einen präziseren Schuss und damit erhöhteren Schaden. Anwendbar bei einem. Das finde ich ganz gut, weil wenn nämlich hast du das Fadenkreuz gesehen, wenn wir weitere entfernte Gegner genommen haben. Ist gekauft. Ja. So, und damit ist auch erledigt. Okay. Mehr können wir nicht. Ja. Oh, macht ja auch nichts. Das heißt, ich mache jetzt weiter. Das machst du so schnell wie im Sparladen. Ne? Ich finde tatsächlich diesen Controller besser, ehrlich. Ich muss es wirklich. Dann holen wir noch 3 Stück davon, ne? Du, im Moment bei den Schwarzmarktpreisen, die das Ding erzielt. Ich habe gerade gelesen, Microsoft hätte viel mehr herstellen wollen. Ärgert sich, dass sie nicht genug hergestellt haben. Sie hätten viel mehr herstellen können. Du kannst ja inzwischen die Elite-Konsole kaufen, also die Xbox One Elite mit 1 TB SSHD, also eine Art Fusion Drive und einem Controller für 499 Euro. Jetzt wäre mein Plan, ich habe ja jetzt schon einen Controller, ich kaufe mir die Konsole für 499 Euro, verkaufe den Controller daraus für 200 Euro. Was völlig normal ist. Ich habe gesehen, bei Amazon werden für den Elite... Pass auf da! Wieso laufen hier Katzen rum? Das ist ein Lux, ne? Y, weißt du noch, ne? Was war Y noch? Nahkampf. Mann, das ist aber zäh, das Viech, du. Das ist doch ein Tiger. Ich schieße eigentlich ungern auf Luchse. Ja, aber der würde da... Nee, da wird Pfeil und Bogen aus ihm nicht kommen, oder? Vor allem nicht so blöd, wie ich mich gerade... B ausweichen ist auch noch im Zweifel. Immer eine Waffe. Ich bin so blöd. Gerade habe ich noch über den guten Controller gesprochen. Wo ist denn das Viech? Der ist nach Hause gegangen, war langweilig, nee, doch nicht. Okay, also doch eine Waffe. Oder will sie nur spielen? Wenn nur noch 2 Schuss, Schrotflinte. Aha. Jetzt ist sie weg. Pulverisieren wir sie, okay. Erstmal heilen. Lass mal, nicht heilen. Und gehst du, mach lieber von vorne. Das ist aber auch. Zäh, das Biest, ey. Also der wäre jetzt auch nicht gerecht. Oder ist das so ein Wächter der Geheimquelle, der sowieso nicht tot geht? Doch, doch. Da heißt das, du musst nur treffen. Da hinten ist so ein Geocache-Blinkpunkt übrigens. Ja, okay, jetzt werden wir gerade durch. Jetzt. Also ich muss ehrlich sagen, das tat mir in der Seele weh, weil er sieht erstens süß aus und zweitens töte ich keine Katzen, aber was soll's. Das Spiel wollte es ja so. Das war eine böse Mietz. Ja, böse. Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Schade, es ist echt schade, weil sowas mache ich eigentlich nicht gerne. Aber normal sind Katzen so aggressiv, sind Katzen eigentlich auch nicht. Also ich habe, die Blödzeitung hat ja irgendwie geschrieben letztens, wenn sie könnte, würde sie dich töten, deine Katze, angeblich. So ein Wo ich mir auch sagte, so, ne, meine bestimmt auch nicht. Du. Den hast du nicht getötet, aber du kannst, glaube ich, trotzdem, wenn du willst, das Fell anziehen. Ne? Ja, das brauchen wir auch. Felle sind wichtig. Ja. So, okay, jetzt. Jetzt X, ne? Rang und X an die Wand. Ich hätte X drücken. Gehst du nochmal hoch?
Es ist ja weich. Das geht, glaube ich, nicht. Okay. Aber gar nicht schlecht. Also ganz ehrlich, diese Blätter, die vor... Also das könnte sie... Was soll das? Ja, aber was sollen sie machen? Es wäre ja auch... Ich bin hergekommen eigentlich. Bin da hochgekommen. Treppe. Achso, Treppe, ja. Hier ganz hinten bei der toten Katze. Nein, ja, das ist diese Kamerasteuerung, das fand ich schon immer blöd. Das ist auch ja, aber ich glaube, Lara lebt davon, ne? Wenn du den jetzt aus der Ego packen würdest. Oh, ich hab direkt auch nicht schlecht, gleich die Kante. Wenn du den aus der Ego-Perspektive spielen würdest, dann würde das Spiel irgendwie an Charme verlieren, das Holz. Das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Oder ist ein ausnahmsweise mal. Zack. Also wenn sie jemals zu alt für die Scheiße wird, kann sie immer noch irgendwo in so einem Zirkus anheuern, finde ich. Ja, finde ich auch. Oh. Ah, nee. Erst A, dann X. Anlauf nehmen. Schawing. Achtung, ja, genau. Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Den muss im Y mal eben... Genau. Ich war völlig überrascht gerade, aber zum Glück zeigt er das ja an. Runtergeschmissen? Ja. Da ist eine Kiste, da ist bestimmt was zum Lesen drin, oder... Nee. Oh, jede Menge Loot. Das ist auch mal eine gute Kiste da. So, und jetzt? Jetzt kommt's wieder runter, ne? Das war... genau. So ein Quatsch, die will ich aber nicht. Nee, geh die Wand hoch. Oh ne, das sind Blätter. Das sah eben so aus, als wenn. Ja. Xbox ausblenden. Entschuldigung. Manchmal. Ach, da ist die Kante. Muss ich wieder mit der Axt wahrscheinlich. Wirklich. Mit der Sprungaxt. Ja. Das ist ein Glück haben wir das Ding nur. Ja, aber wirklich. Wo haben wir das eigentlich her? Ehrlich, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Vom Axtverkäufer, oder? Naja, ah, beim. Stimmt. Im Axtgroßhandel gab's das. Da liegt halt, zum Lesen. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Ach Gott, ach Gott. Konstantinopel ist doch Türkei, ist doch Istanbul, oder nicht? Ja, ich glaube, ja. Istanbul war früher, hieß früher Konstantinopel. Wenn ja. Jetzt hängst du da. Oh, da, bestimmt. Wir sind, gut, Syrien ist nicht so weit weg davon, ne? Stimmt wohl, aber. Ja. Ein Glück, dass wir in Erdkunde so firm sind, ne? Ein Glück, dass wir auf die Karte geguckt haben. Ah, shit. Da unten ist der Level Anfang, du weißt ja, das ist ganz erste, ne? Ah, ich schaff das schon. Indiana Jones ist nichts gegen mich. Ja, das stimmt wohl. Indiana Jones ist ein Dreck gegen Lager, ganz ehrlich. Ja, allerdings. Irgendwie, also die Filme sind noch Baby-Kackeneier. Baby-Kackeneier, genau. Das war halt. Halt. Gott, Gott. Naja, wir nehmen alles. Vergiss mit, nicht, ne? Die Unterlegscheibe, du, die eine. Ja. Nee. Doppelsprung. Der Dreisprung. Lara Dreisprung. Ne? Oh, das ist. Wir sind Arm an Mauer. Ich glaube dahin, ne? Ich glaube auch, ja. Das ist eine Kiste zumindest. Oder wo, da kommen wir her? Du bist aber auch masochistisch, dass sie sie da stehen lässt. Ja, Gott, die sollte man nicht anstellen. Wir können ja jetzt eine Folgenpause machen. Nee, das wäre jetzt viel. Auch mit der Axt wahrscheinlich, ne? Mit der Sprungaxt. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das schafft sie so, oder? Hui. Ja. Alter Verwalter. Wenn die den Atlas wirklich da drin sind, ich höre irgendjemanden. Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Echt? Unten, oder? Kann das sein? Egal, wir gehen da jetzt rüber, es hilft ja nichts. Da ist er, da ist er. Verdammt! Niemand. Da hast du recht. Genau. Beim nächsten. Aber die Firmentypen sagen nicht viel. Ja. Also, behalte es für dich. Gleich der nächste, oder? Da ist der Typ nicht dahinter? Zweite? Halten Sie RB gedrückt, um Granatenpfeile herzustellen.
haben wir, glaube ich, genug, ne? Kann nee, das nee, sein? Nee, Granatenfälle haben wir gar nicht, glaube ich. Mussten wir damit nochmal oben wählen? Nochmal oben, Steuerkreuz oben? Ja, nochmal. Dann? Nee, haben wir keinen von. Null. Ah, jetzt. Jetzt, haben wir. Ah! Das aber wir haben nur einen einzigen, glaube ich, hier. Nee. Zwei Stück? Ah, guckst du. Ach, hätte ich vorhin auch machen können, ne? So ein Mist. Nee, das ist wieder Giftpfeile jetzt da. Ja, ich muss da echt die Steuerung. So, jetzt das haben wir zwei von, also zwei. Ja. Spinnt die? Nur Geduld, Lara. Also ich glaube, hier muss ich wieder meine Sprungaxt einsetzen. Nee. Ach so, man muss erst springen und dann X. Besser. Ist da ein Typ gekommen gerade? Kann das sein? Scheiße, ey. Was mein ich jetzt? Was hängst du da erstmal? Kann ich auf den schießen, wenn ich da hänge? Nee. So, dann kletter ich jetzt da rüber. Ja, und dann machst du Y. Du musst da rum. Ah, nee, kletter links musst du rum. Okay. Fuck, da sieht der mich nicht. Hallo! Nee, der sieht mich nicht, der Penner. Ein Glück. Er sieht dich einfach nicht. Jetzt Y. Ran und Y. Geil. Yeah. Was haben die denn so mit Maske auf da, die Jungs? Ja, weil damit sie schlechter sehen und... Kannst du eigentlich looten, den Kerl. Ja, ist das auch? So ein bisschen Flatterei, aber... Hier gibt's Blätter für Heilung. Nee, für Pfeile. Ach so. Die Beeren machen nur die Heilung. So. So, jetzt gucken. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir eine Pause. Ja, und dann machst du morgen ganz neue Frische weiter. In alter neuer Frische, genau. Na gut. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.